willkommen im wunderschönen Schwarzwald. Es ist kalt, es regnet, die Nebelschwaden ziehen von Baum zu Baum. Genau das richtige Wetter zum Pilze suchen. Was wir alles gefunden haben, zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß beim Anschauen. Und hier am Rand, da wächst natürlich schon ein nächster Pilz. Wunderschön, ihr seht, hier ist es richtig nass, richtig schmierig. Irgendwie auch schon wieder schön. Aber das ist natürlich ein Hexenröhrling. Da kann man hier unten drunter schon die roten Röhrenmündungen sehen. Und auch hier die Flocken am rötlichen Stiel. Flockenstielige Hexenröhrlinge. Also so aufgequollen und in dieser Größe. Da bleiben die hier. Aber ein toller Speisepilz. Richtig schön. Guck mal, wie der glänzt. Und Pilzfreunde, so geht's auch weiter. Also, die Wandertour hat kaum begonnen, in den Wald hinein und heute ein Fichtenwald, richtig schönes Moos. Die Sonne scheint jetzt, eben hat es gewittert und da sehen die ersten wunderbaren Pilze. Man könnte meinen, Pfifferlinge sind Semmelstoppelpilze, kann man ganz gut sehen. Die sind oben so ein bisschen poppelig und hier so lange Stiele, schaut mal. Und unten drunter kann man jetzt schön die Stacheln sehen. Und da gibt es eigentlich nichts, mit dem man das verwechseln könnte, was giftig wäre. Toller Einsteigerpilz, der Semmelstoppelpilz. Lange, weiße, kräftige Stiele, oft eben nicht so lang, eher so ein bisschen stämmiger Pilz. Schaut vielleicht auch mal die Pilzbestimmungsvideos. Und nichts wirklich Gefährliches, mit dem man die verwechseln kann. Sehr, sehr gute Speisepilze, fest in der Pfanne, wirklich lecker und überaus häufig in diesem Wald. Schaut euch das an und guckt mal dort. Ich kann im Sitzen schon weiter ernten. Und hier haben wir wirklich mal mustergültige Pilze gefunden. Und den lassen wir stehen. Was kann das sein? Nicht? Im ersten Moment könnte man meinen, es ist ein Steinpilz. Hier haben andere ihren Irrtum wahrscheinlich gemerkt. Also wir sehen das dunklere Stielnetz, oben fast hell wirkend, aber hier so richtig dunkel. Und ich habe euch da schon mal ein Bestimmungsvideo zu diesem Burschen gemacht. Einer der Röhrlinge, den man nicht essen kann. Wir sehen dieses wunderbar hervorquellende, kissenartig hervorquellende, richtig rosane Futter. Das sind die Gallenröhrlinge oder auch der Bitterpilz. Wunderschönes Exemplar. Das hat hier jemand rausgemacht. Wir lassen das hier aussporen. Und hier noch einer, der hier steht. Also hier kann man mal richtig sehen, wie schön die hervorquellen. Der würde zuverlässig jedes Gericht versauen. Der wäre richtig bitter, bis auf die 1-2% der Bevölkerung, die diese Burschen nicht schmecken können. Ja, nicht irgendwie tödlich giftig, aber einer der Röhrlinge, die wirklich nicht essbar sind. Der Bitterpilz oder Gallenröhrling. Und hier haben wir noch einen Schönfußröhrling. Seht ihr das? Helle Kappe, roter Stiel. Und jetzt schauen wir dir mal ein bisschen unter die Haube. Und dort seht ihr die gelben Poren. Und genau das ist es. Das unterscheidet ihn vom Hexenröhrling. Beim Hexenröhrling sind die immer rot, beim Schönfußröhrling gelb. Das heißt, der bleibt natürlich hier. Schönfußröhrling, der versaut euch euer Essen. Wäre bitter und überhaupt nicht genießbar. Deshalb bleibt der auch hier. Und in dem Zuge schaut einfach unser Bestimmungsvideo dazu nochmal an. Auch das verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung vom Schönfußröhrling. Und hier, wo die Wolken den Boden küssen und wo es richtig nass ist, da sind die Parasolpilze. Seht ihr ihn schon? Auf der Wiese, da wo die Kuh fröhlich ihren Haufen macht, findet man die Burschen. Und zwar überaus häufig. Im Moment hier mal einer voll aufgeschirmt. Schaut mal, riesengroß. Gucken wir uns gleich mal ein bisschen näher an. Der ist jetzt mir zum Essen schon zu groß. Aufgeweicht jetzt hier. Man sieht die Schuppen nicht mehr so schön. Aber man kann es schon noch erahnen. Richtig groß. Gucken wir uns den Stiel an. Typischer, schon etwas älterer, aber immer noch gut genatterter Stiel. Und hier die Manschette.
die eben hier hin und her schiebbar ist. Ein ordentlicher Parasolpilz. Und hier im Regen natürlich schon wirklich aufgesaugt voller Wasser. Der bleibt hier. Aber schön ist es hier. Könnt ihr schon was sehen? Denn die sehen super lecker aus. Super lecker aus. Und da hat Pilzkind natürlich was gefunden. Das schauen wir uns mal zusammen an. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es ist früh am Morgen. Was gibt's Schöneres als diesen blassenden Pfifferling? Den grabt man schön tief aus dem Moos. Kennt ihr das? Das so richtig feucht, puffig herauskommt. Nun, im Gegensatz zu manch anderen Ecken sind hier blassende Pfifferlinge, weiß Gott, nicht selten. Wir haben hier Eichen- und Buchenwälder. Und wenn das Wetter passt, dann kann man die Burschen ganz gut finden. Viel besser als die echten Pfifferlinge, die eher so saure Wälder mögen. Wir sind hier eher im basischen Bereich. Und da gibt's leckere Sachen. Ja, naja, hier war ein Pilzsammler vor uns, der wahrscheinlich nicht richtig hingeguckt hat. Aber wo es solche Pilze gibt, muss man immer näher hingucken. Und warum sieht man hier? Die wachsen natürlich ganz gerne in Gruppen. Die sind jetzt hier relativ voll ausgewachsen. Der ist auch noch gut. So, das nehmen wir auch mit, wenn es abgebrochen ist. Also, das ist so die absolute Endgröße. Und auch wenn der jetzt so ein bisschen verkrumpelt aussieht, ist der trotzdem noch in einem guten Zustand. Also, Pfifferlinge, die haben jetzt hier Hochsaison. Ja, und hier kann ich euch was zeigen. Also das sind natürlich wieder wunderschöne Lackporlinge. Richtig groß, so groß wie ein Fußball im Durchmesser. Und unten drunter sicher weiß. Ihr könnt das wahrscheinlich jetzt sehen. Ich kann das nicht sehen von hier. Und wenn man da drauf jetzt ritzt, dann sollte man, ich zeige das mal, sehr deutlich Spuren sehen. Die Malerpilze, deswegen heißen die so. Also da kann man drauf schreiben und das Schöne ist, das verblasst dann auch nicht. Wenn der Pilz nachdunkelt, verdunkelt eben auch die Schrift. Und das sieht man öfters auf Stammtischen. Nun, hier sieht man, dass der Bursche mehrjährig ist, da wächst schon oben das Moos. Und das, was man hier oben sieht, ist in der Tat das Sporenpulver. Das rieselt aus der weißen Sporenschicht raus. Dann heizt er sich oben auf, der Pilz. Es geht ein Wind und der landet auf der Oberfläche und überall anders. Und deswegen verbreiten die sich schön. Heil- und Vitalpilz. Und ich habe euch dazu mal ein Pilzvideo gemacht. Wen Heil- und Vitalpilze und deren Anwendung, also das färbt richtig gut, interessieren, der schaut da vielleicht mal rein. So, jetzt schauen wir weiter im Wald. Das sind doch die Momente, die jeder Pilzsammler mag. Nun, das ist natürlich auf den ersten Blick schon mal was, was im Wald bleiben muss. Natürlich essbar, aber ihr ahnt schon, was das ist. Das sind natürlich hier wieder unsere Buchenraufhüße oder eben die gelbporigen Buchenraufhüße. Und das sind natürlich essbare Pilze. Aber Pilze der roten Liste und streng geschützt. So, jetzt gucken wir uns der mal an. Und der Bursche ist durchaus stattlich. Also der hat bestimmt 15, 20 cm und ist eine echte Schönheit. Aber ganz ehrlich gesagt, schmecken tut er mir nicht. Ich habe die schon mal probiert und ich muss euch sagen, ich habe mal einen zur Bestimmung mitgenommen und habe dann den gekostet. Der hat durchaus was Medizinschrankartiges. Erinnert an Hainbuchenraufhüße. Und wenn man eben Pilze mit so einem großen Xerokomsäuregehalt kocht, ja, dann schmeckt das so ein bisschen wie Medizinschrank. Und ganz ehrlich, muss nicht sein. Verfärbt sich außerdem schwarz in der Pfanne. Ähnlich wie Hainbuchenraufhüße. Wie gesagt, kann man einfach im Wald lassen und sich drüber freuen, wie wunderschön diese Pilze sind. Hier übrigens überhaupt nicht selten. Und hier wieder was für die Pilzbestimmer. Was kann das sein? Eine Buche. Alt, tot. Hier als Gruppe wachsend. Wir schauen da mal drunter. Ich möchte nicht kaputt machen. In Gruppen wachsend. Sehr zäh. Fast verdreht. Schaut euch die Stiele mal von unten an. Und ich habe einen mal rausgemacht. Den Rest möchte ich gern dran lassen. Riecht anisartig. Schaut euch den Hut an, die Oberfläche. Hier, wie die Lamellen sozusagen den Stiel herablaufen, der hier richtig zäh gewunden ist. Und das ist vom Geruch immer wieder was Schönes. Pilzig, leicht anisartig. Was kann denn das sein? Und an dieser Buche wächst noch was anderes. Und wir schauen jetzt mal da hoch.
Wieder ein Porzellanpilz. Also wie gesagt, die ist tot. Also hier wieder ein Buchenschleimrübling. Ich bin mal gespannt, wer es weiß. Schreibt in die Kommentare, was das da unten am Buchenfuß war. Und hier haben wir interessante weiße Pilze gefunden. Wo es die gibt, da gibt es auch Steinpilze. Das ist schon mal sehr richtig. Und wir nehmen mal einen raus, den kleineren. Und das ist natürlich ein essbarer Pilz, das ist der Mähräsling. Und der ist natürlich, ups, ein Steinpilzanzeiger. Hier überall am Wegrand zu finden, nicht? Da drüben ist einer, hier sind welche, auch große. Und die riechen intensiv nach Mehl. Nun, die sollte man nicht essen oder probieren, sei denn man kennt sich sehr genau aus, wegen der Verwechslungsgefahr zu den weißen Trichterlingen, wie zum Beispiel bleiweiße Trichterlinge, die tödlich giftig wären. Toller Steinpilzanzeiger und intensiv nach Mehl duftend. Also das sagt ja jeder ein bisschen anders, aber das sind natürlich interessante Anzeiger. Und wer weiß, vielleicht finden wir auch die Steinpilze. Und hier eine der schönsten Farbtupfer im Wald. Eine gelbe Lohblüte. Eine gelbe Lohblüte. Ein Schleimpilz, also die Myxomyceten hier am Start. Und das ist ja natürlich, man kann das hier auch gut sehen, eine sich bewegende, ja, wollte schon sagen Pilzart, das ist ja kein echter Pilz, aber irgendwas zwischen Tier und Pilz. Und wen Myxomyceten hier eben interessieren, da habe ich euch ein Video dazu gemacht, schaut mal unter Pilze bestimmen. Und das ist natürlich jetzt hier die Vermehrungsform, die sich da bildet. Die bilden dann hier die Sporen in diesem Sorokarp. Und das ist natürlich ein wunderschöner Bursche. Oder Millionen, wenn nicht noch mehr, einzelne Zellen auf dem Wege durch diesen wunderschönen Wald. Und hier der nächste Kandidat. Also, schaut mal, das ist ein Röhrling. Man sieht schon an diesen zimtlichen, eher dunklen Farben, älterer Röhrling. Und jetzt sehen wir gleich unten diese eher rötlichen und braunen, ja, Röhren. Das ist natürlich ganz klar ein Pfefferröhrling und einer der Anzeigerpilze für Steinpilze. Ja, die kann man durchaus mitnehmen. Ich habe hier noch einen und die würzen das Essen. Sehr, sehr schön. Das Nameprogramm schaut euch vielleicht mal unser Bestimmungsvideo in der Playlist Würzpilze an. Und Pilzfrau liebt diese Pilze. Das geht gut los. Stummelfüßchen. Ja, und hier an diesem Baumstamm, der vergeht, da ist das gallertige Stummelfüßchen zu Hause. Da ist noch eine Hornsnitz. Na, das ist eine spanische Schnecke. Also, die Stummelfüßchen, auch am Start. Die Schnecke isst gerade die Pilze auf. Ja, die Schnecke hat es auf die Pilze abgesehen. Das sieht schön aus. Finde ich auch. Also, mein Blick gilt natürlich immer hier solchen umgefallenen Buchen. Eigentlich mehr auf der Suche nach Lungenseitlingen, die auch jetzt gut vorkommen. Oder die Stämme sich merken für den Winter. Und wo die Burschen vorkommen, kommen gerne auch Austernseitlinge dann vor. Also merkt euch die. Ist übrigens eine essbare Pilzart, nicht? Der hier, ups, der Rübling, und das kann man ganz gut sehen, Porzellanpilz oder eben auch Buchenschleimrübling. Und der enthält Antibiotika, nicht? Da wurden auch entsprechende Wunder. Oh, jetzt habe ich einen kleinen erwischt, der noch geschlossen ist. Ich zeige es euch mal an einem großen. Da sieht man auch den klassischen Bohrgraben der Rüblinge. Also hier unten könnt ihr das sehen, wo die Lamellen buchtig zum Stiel übergehen und angewachsen sind. Und manchmal, wenn die Sonne, und das ist schon ein bisschen zu dunkel wahrscheinlich, schön Schleim scheint, sieht man den Schleim glänzen und auch dieses Porzellanartige dieser Pilze. Vielleicht kommt das hier auf dem Video aber raus. Also hier ist es ganz sicher nicht feucht, hier ist es fotztrocken, knochentrocken und die sind immer noch hier richtig feucht und schleimig. Ziehen also die Feuchtigkeit aus dieser Buche raus. Ich finde die wunderschön. Und wie gesagt, man kann die essen, man muss sie aber nicht essen. Von der Seite her bleiben sie hier. Und Pilzfrau hat Kräuter gefunden. Die Schafgarbe. Blumen für dich. Bitte. Blumen für mich. So sieht das bei uns aus. Super für den Kräutertee. Mm.
Und da oben ist er, der richtige, echte Pfifferling. Ihr seht Pilzfrau begeistert bei der Sache. Die sieht man schon vom Wegrand leuchten, nicht? Wunderschön. Die Eierschwemmli in der Schweiz. Die Eierschwemme. Wir sagen einfach echter Pfifferling. Da ist er. Und der Korb wird bunt. So, tun rein. Da der nächste Pilz. Nun, was natürlich häufig ist, sind eben die holzzersetzten Pilze. Im Holz ist ganz einfach oft mehr Feuchtigkeit als eben im umgebenden Boden. Und hier kann man auch schon sehen, der ist natürlich nicht essbar, eine wunderschöne Gruppe. Also hier schaut euch einfach mal die grau-grünen Farben an. Also man kann kaum verfehlen, dass das hier ein grünblättriger Schwefelkopf ist. Daneben mal einer der Verwechslungspartner. Die sind jetzt ein bisschen komisch. Also die Schwefelköpfe auf der linken Seite sind oft größer, die graublättrigen Schwefelköpfe. Oder hier entsprechend der grünblättrige Schwefelkopf, der ist oft kleiner. Nun, ein bisschen komisch in der Größe, aber hier kann man ganz gut mal die beiden Verwechslungspartner nebeneinander sehen, auch wenn hier ein bisschen untypisch. Also diese neongelben, fast grünlichen Töne mit diesen grau-grünen Lamellen des giftigen Magen-Darm-giftigen Pilzes auf der rechten Seite, nicht der grünblättrige Schwefelkopf, auf der linken Seite das essbare Stockschwämmchen mit seinen Schüppchen am Stiel und eben hier diesen typischen, eher dunkleren Farben. So ein bisschen deutlich zu erkennen. Und nach einer langen Pilztour sind wir geschafft. Sitzen in der Sonne und ihr seht, Oktober, Oktoberfest, Pilze, Pilzfest. So muss das sein. Also, habt Spaß und schaut die Videos und guckt vielleicht auch mal in die anderen Exkursionen. Denn die gute Nachricht ist, es gibt wieder Pilze. Pilze. Pilze, Pilze und noch mehr Pilze. Und lecker. Noch mehr Pilze. Wow. Lecker. Mm. Bis bald. Im Wald.